Okay, hallo erstmal. Jetzt in den jetzt in den Höhlen des Wehklagens. Hier. Ich baffe mich gerade mit 15 Minuten Essen. Ist das klasse. Ja, mit dabei sind dieselben wie letztes Mal auch. Meine FPS spinnt immer noch rum und das Ganze. Meine nicht. Viel professioneller als letzte Mal, denke ich. Oh mein Gott. Gut, so, ich brauche noch einen Namen für meinen Buff. Ich freue mich. Ja. Wir haben uns übrigens überlegt, sollte ein Schild endlich mal droppen, bekomme ich das. Ganz egal, was für eine Qualität überhaupt, damit ich meine Tankfähigkeit nutzen kann. So, wir sind gebufft, wir freuen uns alle und ja. Gerade unter Wasser kommen. Kann losgehen. Ich weiß nicht, wie ich meinen Fuchs nennen soll. Nenn den Fuchs Schwanz. Ach ja, den. Gott. Ich würde gerne so ein Ding zähmen, also will den mal bitte aufhören anzugreifen? Bitte mal. Nächster Mob. Dann machen wir bei der Zweiergruppe den einen tot und den anderen kannst du zähmen. Wow. Meine FPS schwanken zwischen 20 und 30 momentan. So, da ich gerade euch so alle sehe, fällt mir was ein. Ich habe schon wieder vergessen, mir einen Waffenrock zu holen. Willst du jetzt nochmal raus? Nein. Gut, okay. Wir nehmen den ersten und kannst den. Okay. Pass auf, Nighty, den hinteren zapp ich dir. Dann kannst du den jetzt auch zähmen. Okay. Schau mal diese Hand da. Wer spielt schon Hand? Eure Stufe ist zu niedrig, um diese Kreatur zu spielen. Wir brauchen einen Level 18 Bob. Ja, würde ich mal sagen. Steht da noch so ein Level 18 da hinten? Der Deviatwächter da hinten ist Level 18. Das ist meiner. Level 19? Alter, meine FPS, ey. Ich verstehe warum. Ich habe ihn gemarkt. Okay, dann werde ich da gleich nochmal hingehen, werde ihm nochmal eine Kopfnuss geben und dann sollte das wohl gehen. Ich verstehe es nicht, ganz ehrlich. Narrate, nicht sterben. Bin ich aber gerade bei. Bringt das eigentlich auf Low Level auch was, wenn man einen Elite Mob zähmt? Nö. Komm, oder? Ich muss jetzt erstmal Adalas bleiben, wenn ich ihn finde. Da gibt es mittlerweile gar keinen Unterschied mehr. Oh. Ich habe mal eben raus und irgendwas ist nicht. Ich weiß nicht, was es ist und irgendwas. Hast du denn jetzt die Aufnahme unterbrochen? Nein, die ist nicht unterbrochen. Ich glaube, man sieht die Wunden noch raus. Und wenn doch, dann ist was passiert. Das Ganze. Wir lassen das Ganze. Oh, es hat doch gestoppt. Ja. Oh, es stoppt immer. Oh nein! Ich krieg auf die Fresse. Ich bin so pro. Okay, ich zähm den hinten jetzt. Ja, wie gesagt, Kopfnuss Haller, viel Spaß mit dem. Oh. Ich verstehe nicht wieso, aber meine FPS ist. Ja. Ich glaube eher, dass ich drin sterbe. Ich glaube, Nighty muss aufnehmen. Ah, ich nehme schon die ganze Zeit auf. Ja, also irgendwie immer. Raptor. Nee, steht nicht mehr Elite dahinter. Na, Wayne, ich renne jetzt mit dem Raptor rum. Ist cooler als so ein Komodo. Dass man die nicht mehr füttern muss. Yep. Die füttern nicht mehr. Hä? Ja, füttern. Oh, ja, du musst Pets nicht mehr füttern. Oh nee. Jo. Also, dass sie mehr Damage machen. Du kannst sie immer noch füttern, dass sie sich Outfight heilen. Aber Infight musst du immer noch dein komisches Ding setzen. Dein. Ja, also das Pet-Füttern ist mittlerweile eigentlich nur noch dafür da, dass man die Pets dann außerhalb des Kampfes schneller heilen kann. Ja, aber das bringt es aber auch nicht. Mir ist ehrlich egal, ob mein Pet gerade stirbt. Als Heiler sowie als Hunter. Oh, hallo. Ich will den Deviatbalk haben. Ah, ich hab vergessen die ganze Zeit zu looten. Dann gehe ich doch mal kurz zurück. Also ich hab selber nur zwei. Oh nein, es wird so asozial, diese Innie. Wegen Schlangenflaum. Schlangenflaum. Oh Gott, ja. Mach ich sowieso nicht die Quest. Ja, du nicht. Ich schon. Diese Quest macht Menschen so asozial. Ups. Da denkt sich der Heiler einfach mal, ich heil's mal nicht, da hinten ist gerade so ein Dämon. Flaum. Sprengen. Ja, da hinten sehe ich schon was. Es blinkt und glitzert und überhaupt. Oh Gott. Also diese Aufnahme wird noch schlimmer als Deadmines, was wenigstens flüssig lief. Ich verstehe nicht warum, ich verstehe es nicht. Hallo. Ah, verdammt, ich muss hinter zum Schlangenflaum. Ich bin wieder da. Mach mal erst hier das Ad. Schlangenflaum? Bin wieder da. Yeah. So, aber schön, erst nochmal sehen ja und so. Und wie schön, dass man ja die Kräuter als Kräuterkunde hier alles erst sieht. Ja, das da ist. Da bin ich doch dran. Ja, aber die anderen nicht. Doch. Was denn? Ich bin ganz klar auf dem Ad. Sterbepart.
Adalas. Was kann denn eigentlich mein Pet lernen? Ich könnte es identifizieren, dann würde es drunter stehen, aber na. No. Das ist mir viel zu viel Arbeit. Mein Pet stirbt gerade. Tja. Meins lebt noch. Oh ne, meins ist tot. Verdammt. Ich bin so schlecht. Und Steakhouse ist auch gerade tot. Fast. Na egal. Du heilst nicht, vorher trete ich dir einmal deftig ins Gesicht. Ja, das finde ich cool. Ich kann nicht unterbrechen, ich kann bloß stunnen für 2 Sekunden. Und ich glaube nicht, dass die Mobs das zulassen, dass man sie stunnt. Die alten Schuhe. Ich weiß nicht, also das ist ja eine von den alten Instanzen, da geht das bei vielen noch. Na. Deshalb, keine Ahnung. Und da hinten ist noch einer, den ich looten muss. Ja, Junge! Verpeil das immer. Aber Schlangenflaum habe ich immer sofort das erste, weil ich immer unter Bossfights oder so hintergehe und ihn einsammel. Fast 1000. Boss down. Oh, das bringt was. Sogar eine Tasche. Eat? Ja, okay. Dude. Ja. Wollte gerade sagen, Tasche hat ja nichts mit Equip zu tun. Nö. Und 10 Slot halt, ne? Yay. Oh, nein, du hast doch eh schon so viele Taschen. Der Tank. Achso, ich gehe jetzt erstmal kurz hier runter und hol mir den Schlangenflaum, der hier unten wächst. Oh nein. Nein, scheiße. Eh runter. Gehen wir nicht eh runter? Und dann. Ich denke, ich noch den Rareboss. Müssen wir sowieso. Und ja, Crash, wenn du nachher doch eh hier lang. Wo das ich würde hier runter gleich springen. Und dann hinten die Boss. Ja, komm, lass hier runter. Da ist ein Krokodil, aber. Das ist ein Normalmob. Ja. Runter springe. Ich erinnere jetzt nochmal irgendwie an die erste Ini. Ja, da. Wir haben das ja jetzt gesehen. Du bist da irgendwie total reingejumpt wie. Mit deinem Raketenstiefel. Ja, ey, nee. Einfach nur, nee. Das ist enttäuscht. Ach, heul doch. Oh, nein, Schlangenflaum. Oh, oh will haben. Ihr wisst schon, dass die Krokodile auch die Deviatheits droppen können, ne? Ja, natürlich. Schlangenflaum. Ich hab doch gar keinen Schlangenflaum. Und? Das hat's ja nur gesagt haben. Und? Ich auch noch nicht. Oh mein. Versuch die Quest immer so schnell wie möglich fertig zu kriegen, dass ich mich nicht mehr streiten muss. Und deswegen streite ich mich am Anfang. Wow. Hat keinen Sinn, aber naja. Sinnvoll ist nur Sinnlosigkeit. Überlege, ob es sinnvoll ist. Okay. Oh, hast du was zum Nachdenken? Ich hab schon wieder vergessen, die ganzen Deviat-Bälge zu looten. Ich hab erst 3. Ja, ich auch. Ja, toll, ich hab grad meinen ersten gelootet, sei mal ruhig. Ich hab auch erst einen, so. Die droppen doch eh, glaube ich. Die sind, glaube ich, für jeden Spieler, aber es droppt ja fast jeder Gegner, die Dinger. Oh, yay. Ich hab ja doch gelootet. Ist. Arkan-Zauberschaden. Yeah. Ein. Wieso passt ihr nicht einfach und lässt mich in Zauberungswurf, dass ich gleich die Metz habe? Ja, das ist mir auch schon letztes Mal eingefallen. Ja. Könnten wir eigentlich mal. Ja. Weil wir die Metz gut verkaufen können. Das wäre ja. Dann kriegst du halt keine VZs dafür. Ich glaube, ein Eiler. Das wird viel. Schlangenflaum! Nein! Ich hab's zu spät draufgeklickt. Wie nur Marsten kämpft und die anderen stehen alle. Ja, und wenn sie die anderen gekloppt haben, dann renn ich jedes Mal hin und ihr habt Akku und sterbt alles. Finde ich viel lustiger dann. Gut. Bleibst du hier. Ich finde das auch mal sehr lustig. Ja, da hinten ist schon wieder ein Schlangenflaum. Ich sehe da eine Kupferader. Ist jetzt da hinten. Ich könnte Rückspiegel einsetzen. Rückspiegel. Ich könnte ja nochmal meinen Raketensprung einsetzen. Ich könnte Rücksprung einsetzen, wenn wir Infights in den Himmel bringen. Nein, hier ist ja jetzt schon Lord Pythas. Da ist vor allem Zinn. Haut mir das Ad erst um. Das nein. Ad kann ich dir auch erstmal wegsetzen. Ja, nein! Dann. Haha! Mann, das Zinn wollte ich mir gerade holen. Tja. Heiler vorrecht. Okay, erst, dann macht jetzt einfach das Ad. Dann hol ich mir jetzt das Kupfer. Wo kam denn. Nee, das Ad hier, das ist offen. Wir trollen hier voll rum. Ja, das ist voll, dass ihr rum. Eh schon viel zu schwer für uns, aber uns sind die ganzen Sachen, die es zum Einsammeln gibt, viel wichtiger. Yep. Aber ich wollte gerade sagen, stell den Nix da. Ja, sonst stirbt doch unser Tank. Ich meine, ich war schon einige Male dem Tode relativ nahe. Staker ist auch, der hatte 10 Leben oder so beim ersten Bossfight. Also man kann ja, macht starten. Ja auch sehr viel Unterschied im Verhältnis zu meinem maximalen HP. 20!
Adalas. Also ich misse die Bosse schon öfter und dodge, weil sie für mich orange sind. Ich treffe die ganze Zeit für fette 28. Miss, Perry, Dodge. Ich hab nie Fokus ready. Ach, ich könnte mal zuverlässige Schuss einsetzen. Ich horst. Der Horst rennt. Meint immerhin Tama ist noch nicht mal bei, ist gerade mal bei halben Mana und so. Oh, stimmt ja, mein Bett ist tot. Ich kann mal Dots draufsetzen. Ah, dann könnte ich es mal wiederbeleben. Nein, kein Bock. Na, wie lange wir hier auf einmal für so einen Boss brauchen. Das ist irgendwie echt schon beängstigend. Ja, es liegt ja, aber auch daran, dass der Boss für mich orange ist und ich immer treffe. Ja, du machst ja auch so gerade. Wieso steht der eigentlich hier? Das haben die verkürzt. Aber ich weiß nicht, ist das jetzt kastriert? Gar nichts, oder? Oh mein Gott! Useless. Achso, ja, wir wollten ja... Ich hätte wirklich nie drauf, naja, Wayne. Ja, obwohl, auf das Int bringt's nicht so, aber... Sorry, aber ich steh jetzt da hinten. Ihr habt schon wieder nicht gepasst! Willst du dein Pet wiederbeleben? Ich hab gepasst. Schon gut. Willst du dein Pet wiederbeleben? Ach ja, stimmt. Holt schon mal, weil die Non-Elite sind und so. Oh nein, jetzt verpasse ich gleich den Schlangenflaum. Nein, scheiß Raptor. Dieser Schurke. Tja. Schurke. Ich werde ihn töten. Man kann's ja. Klar, wenn wir es können. Was für einen Kirschner brauche ich eigentlich für den 80? Das ist viel zu übertrieben. Wie viel hast du? Zu wenig. Ja, du musst sowieso mal farmen. Ich glaube, bevor wir Schatten fangen. Schlangenflaum! Warst du nicht derjenige, der letzte Mal gesagt hat, wir sollen nicht mehr so durcheinander reden? Keine Angst, ich heile nicht mehr. Will ich nicht sagen. Ja, irgendwas mit vor Burgschatten fangen? Sollten wir? Ja, wahrscheinlich immer so ein bisschen farmen und leveln und überhaupt. Auf keinen Fall. Ich meine, das ist noch mindestens ein Level höher und die Mobs hier sind, also die Mobs nicht, aber die Bosse sind für mich immer noch orange hier. Das heißt, die Mobs im nächsten wären für mich orange, was etwas arg ekelhaft wäre. Yo. Ich bin dafür, wir gehen jetzt sofort in den Burgschatten fangen. Ja, und ich glaube schon, dass du ein Level hast. Sonst keine Probleme. Ja, ein Level kriege ich auf jeden Fall. Aber ob ich noch ein zweites kriege, ist fraglich. Tja, Schlangenflaum. Steht hier irgendwo ein Schlangenflaum? Boah, da oben ist die Kiste. Schlangenflaum. Das ist riesige Dicke. Nee, das ist nur eine Erdwurzel. Laufen wir uns um die Kiste? Weil die gibt die XP und so, ne? Oh. Ja, dann wenn man Kisten aufmacht, geben die, ich glaube, seit Kata XP und so viel wie ein Rare Mob, also ein paar tausend. Wow. Mhm. Gut, das ist meine. Das ist meine. So, erstmal ist der Mob jetzt tot. Wow. Ich bin der Niedrigste, das wisst ihr. Nein, während des Kampfes ist das nicht möglich. Dann den Schlangenflaum. Ich habe hier einen Schlangenflaum. Ja, das ist toll. Kriegt man irgendwelche Mobs hier? Nö. Ich habe noch gar keinen Schlangenflaum. So. Norik kämpft schon direkt neben dem Ding. Stimmt doch gar nicht. Ich wollte bloß den Caster Drone haben. Alle kämpfen in die Scheißkiste. Ich verzichte. Wir müssen. Weg. Weg. Vorbei. Ah, komm schon. Ah, meine. Verdammt! Ups, bist weg. Okay, nutzlos. Nutzlos. Oh, 15 FPS ist das schön. Diesmal hab ich gepasst. Diesmal hab ich drauf geachtet. Und ich hab aus Versehen gegewürfelt. Ich hab 15 FPS, jetzt sind sie wieder weg. Bam, bam, bam. Aber ich hab trotzdem die Kiste bekommen. Ich nicht, glaube ich. Also ich weiß nicht, ich könnte es mal auf der Aufnahme anschauen, aber dazu bin ich zu faul. Wo ist eigentlich Herbert der Nachtfilter? Herbert. Ich hab dem Nachtfilter einen Namen gegeben. Wo ist Herbert? Ich überlege, das ist die dritte Instanz und das wird jetzt schon eklig. Oh mein Gott! Ja, es wird nicht eklig, es dauert bloß ein bisschen. Ja. Ich erinnere mich noch zu Burning Crusade, bin ich mal 4 Stunden in der Instanz rumgehangen. Ja, wir hatten mal, also da war ich hier zerschmetterte Hallen, erste und glaube einzige Mal drin gewesen damals. Ich glaube, das war die letzte, das sind ja diese Vierer- oder Fünfergruppen, die sich in diesen Gruben da kloppen oder was das ist, diese Gladiatoren, die man sich runterhauen und dann wieder hochheilen. Yep. Und danach kommt noch so eine 5er-6er-Gruppe mit so einem Zenturio und alles und schießt mich tot. Wir haben ums Verrecken diese Gruppe nicht geschafft, obwohl direkt davor auch so eine war. Wir sind da irgendwie so lange gewiped, bis wir einen Respawn hatten und haben wir aufgehört. Das fand ich mir feierlich. Ich erinnere mich noch
an. Was war das jetzt genau? Wie heißen sie? Blackrock Deeps. 8 Stunden. Und wir waren noch nicht durch. Es ist jetzt zwar nicht mehr ganz so übertrieben, aber 4 Stunden braucht man schon, um jeden Boss zu legen. Ja, nur die meisten machen es ja nicht mehr. Die legen irgendwie dann einen Boss dahin in den Detention Center und dann gehen sie wieder. Ja. Nö. Ich war nur, ich weiß halt nicht, wie oft ich da drin war. Ich habe den Endboss zu Classic-Zeiten nie gesehen, aber das hat mich überhaupt nicht gespürt. Aber ich finde, das ist nur eine beste Instanz. Warum gehen wir nochmal hin? Achso, wegen dem Yard, weil ich nicht wüsste, ob hier jetzt irgendwas ist. Mach den noch einen Boss. Nee, ich glaube, da hinten ist noch ein Lord. Nee, der ist ja jetzt vorne gewesen. Nein, das sind vorne und hinten sind beide zwei. Die Instanz wurde so verkleinert, dass jetzt wesentlich die Bosse jetzt zu zweit immer dort rumstehen. Hier sind zwei, hinten wirklich? Sind zwei. Aber wieso schießt der eigentlich ständig die Zaps raus? Wer? Ich? Jäger? Ich warte eigentlich nur noch darauf, dass wir irgendwann ähnlich abkacken werden und dann auf immer die übelsten Taktikbesprechungen haben. So, dann weiß ich, welcher Teil hier jetzt fehlt, okay. Einer von uns müsste den Leroy abziehen, wenn wir... Ach nee, ist ja... Keine ist ja Angst, Raid das mache ich schon. Nö, das wird ist mittlerweile 5-mal eine Instanz. Das ist eine 5-mal Instanz, die du meinst. Ja, wir könnten hoch, aber ich glaube nicht, dass wir mit 5 Leuten am ersten Tag. Sag jetzt einfach mal zu Farag, da wo die ganzen Käfer sind. Oh Gott. Kann man wunderbar mit AOE mit den ganzen Gräbern, ne? Nee, mit Käfern. Ja, aber die Gräber gibt's auch. Ich sag doch, da gibt's du Boss. Verrückt. Schieß doch den Boss nicht gleich an, Mensch. Ja, geht doch. Wir wollen sie ein bisschen Tempo reinbringen. Ich muss die Hälfte der Zeit selber heilen. Mit was denn? Recuperate, also Gesundung, oder wie das beim Schurken ist. Ich dachte, das gibt's erst viel später. Nö. Oh. Wieso hab ich die ganze Zeit Das ist der zweite Finish-Move, den du als Schurke lernst. Weil du Adalas spammst, wahrscheinlich. Könnte damit zusammenhängen, ja.